Sie ist eine Weltenbummlerin, die Platana-Netzwanze. Ursprünglich stammt das knapp 4 mm große Tierchen aus Nordamerika. Seit den 1980er Jahren fühlt es sich auch unter den Rinden und in den Kronen steirischer Platanen wohl. Hoch oben sind in den Sommermonaten Tausende der filigranen Lebewesen zu finden. Das Muster ist sehr aufregend, es gibt Halsblasen, es gibt witzige Dornen und Stacheln. Also insgesamt ist das Tier an und für sich eine bizarre Schönheit. Die Netzwanzen und ihre Larven bewohnen die Blattunterseiten. Hier legen sie ihren Kot ab. Die Pflanzensäfte des Blattes dienen als Nahrung. Ähnlich wie eine bereits bekannte Übeltäterin, die Kastanienminiermotte, beschädigt auch die Netzwanze die Blätter. Es folgt ein frühzeitiger Laubabwurf, der Baum bleibt aber vital. Der Baum kann mit diesem Schädlingsbefall sehr wohl jahrelang leben und es muss daher auch keine Maßnahme derzeit großflächig ergriffen werden. Inwieweit sich ein massenhafter Befall in Verbindung mit zusätzlichen Stressfaktoren wie Trockenheit in Zukunft auf die Platanen auswirken wird, darüber kann man nur spekulieren. Die Netzwanze ist ein guter Flieger. Aus Amerika kam sie jedoch mit Hilfe des Menschen. Sie ist vermutlich durch menschliche Aktivität, das heißt mit Pflanzmaterial, mit Platanen, die bei uns eingeführt worden sind, mitgekommen. Ihr und weiteren rund 2000 Tieren und Pflanzen, die als gebietsfremd bezeichnet werden, widmet man sich in der Ausstellung Die Weltenbummler. Sie alle kamen im Gepäck des Menschen zu uns. Dadurch, dass wir jetzt mit Flugzeugen, mit Schiffen, mit Zugverkehr, mit Transporten über LKWs eigentlich keine Grenzen mehr kennen, wurde der Bereich, wo neue Arten zu uns kommen, erweitert. Im Wasser oder an Land, auf diese Weltenbummler trifft man überall. Im Grazer Universalmuseum Joanneum dreht sich noch bis Jänner alles nur um sie.